Boxstore TV-Zuschauer. Wir sind jetzt hier am TC Electronics Stand. Der Thomas Weber wird uns jetzt mal eine neue Produktlinie aufzeigen mit mehreren unterschiedlichen Tretminen. Das sieht doch spannend aus. Ja, also wir haben uns Gedanken gemacht, was braucht der Mensch, der Gitarrenspieler der heutigen Zeit noch einmal. Und sind dann hier mit diesen sogenannten Toneprint-Pedalen an den Markt gekommen. Wir haben hier vier verschiedene Pedale. Wir haben einen Shaker Vibrato, wie der Name schon sagt. Der macht Vibrato-Effekte, wie man das aus den 60er Jahren kennt. Also wir haben das Thema noch einmal aufgegriffen, haben gesagt, da hat es doch ziemlich coole Sachen gegeben. Und wir haben die alle dann in dieses Pedal gepackt. Wir haben dann den Corona Chorus, wie der Name schon sagt, der macht klassische Chorus-Sounds. Wir haben dann hier den Vortex Flanger, der eben für Flanger-Sounds zuständig ist. Flashback Delay macht halt die Delay-Geschichten. Und Hall of Fame macht halt, wie der Name schon sagt, Hall. Das Neue an diesen ganzen Geschichten ist, wir haben die sogenannte Tonprint-Funktion integriert. Die Tonprint-Funktion bedeutet Folgendes: Diese Geräte haben alle einen USB-Anschluss. Wir sitzen fast täglich mit irgendwelchen bekannten Gitarristen zusammen, mit denen wir Sounds kreieren. Also sprich, kurz zur Erklärung, nehmen wir zum Beispiel so ein Delay her. Ein Gitarrist, der irgendwie so diese Heavy-Metal-Sachen spielt, hat natürlich eine andere Anforderung an die Klangästhetik eines Delays als ein Jazzer. Ja. Okay? Das heißt, das Delay muss ja dann durchkommen durch diese Gitarrenwand und da müssen die ganzen Frequenzen, die ganze Abstimmung anders sein. Das machen wir dann mit dem Gitarristen, setzen uns hin, haben eine eigene Software, wo wir dann genau alle Parameter abstimmen, machen dann ein sogenanntes Tonprint. Und dieser kleine File ist dann auf unserer Webseite zum Downloaden und der Gitarrist, der sich diese Pedale kauft, kann dann seinen Lieblingsgitarristen, quasi den seinen Sound, in sein Pedal hineinladen. Diese Pedale haben dann immer eine Stellung, die dann Tonprint sagt und ab dem Moment, wenn der Schalter auf dieser Funktion ist, klingt das Pedal, wie der Gitarrist sich sein Delay vorgestellt hat. Du hast aber totalen Zugriff auf alle Parameter nach wie vor. Das heißt, du hast quasi ein Signature-Pedal dazugekauft mit dem Originalpedal. Erstaunlich, dass es immer wieder schafft, auf der Höhe der Zeit zu sein. Wir bemühen uns. Ja, toll. Sind die alle schon verfügbar? Sind alle ab sofort verfügbar. Und die Preispunkte liegen bei denen? Zwischen 130 und 149 Euro. Unfassbar. Da werden sich unsere Kunden freuen. Und natürlich auch beim Austesten bei uns im neuen Laden ab dem 16. Mai in Köln. Wenn das nicht geht, alle weiteren Informationen entweder in unserem Video nochmal angucken oder bei uns auf der Internetseite unter www.musicstore.de. Vielen Dank.